Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie lautet noch einmal der Tagesordnungspunkt? Antrag der SPD, Expertenanhörung zur Bedrohungslage von kommunalpolitisch Tätigen. Nun sind wir hier ein Landesparlament, aber wir haben eben live sozusagen eine Bedrohungslage genau erlebt, zumindest der Kollege Weiß. Und ein besseres Beispiel für die Verrohung sozusagen der politischen Debatte als Vorschub, sozusagen als Vorbereitung für das, was dann in der Kommunalpolitik stattfindet, konnten Sie nicht besser antreten, wie Sie das angetreten haben, Herr Dr. Kröger. Mit wie viel Hass sind Sie gegenüber dem Kollegen Weiß entgegengetreten, um Ihre krude Position hier darzustellen? Sie wollten es eskalieren lassen. Sie haben es zugespitzt und wollten diese Diskussion provozieren. Und Sie wussten ganz genau, dass darauf eingegangen werden muss, weil eins kann man nicht stehen lassen in diesem Haus, und das will ich auch nicht tun. Anbetracht unserer deutschen Geschichte bin ich froh über jeden Antifaschisten in diesem Land. Bin ich froh über jeden Antifaschisten in diesem Land. So. Und diese Leute, die sich aktiv für die Demokratie einsetzen, die sich engagieren. Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe hier in dem Plenarsaal. Recherchieren und Dinge an die Öffentlichkeit bringen, die wichtig sind, die in unserer Gesellschaft vorgehen und sie damit auch konfrontiert. Die sind ein wichtiger Bestandteil gegen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland. Und dazu bekenne ich mich ausdrücklich. Antifaschisten als rote SA zu diffamieren, ist eine Geschichtsverdrehung sondergleichen, die kein Beispiel kennt. Und dies in Anbetracht der Morde von Faschisten, von Neonazis an 10 Personen durch den NSU, angesichts des Mordes an unserem Kollegen Dr. Walter Lübcke durch einen offensichtlich Rechtsextremen, ist das zunehmend auch pietätlos, was Sie hier vorgetragen haben. Und das will ich mit aller Kraft zurückweisen. Die AfD und Sie, Herr Dr. Grobe, haben mit Ihrem Beitrag noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig diese Debatte, wie wichtig die Anhörung ist und auch wie wichtig in dieser Anhörung der Einbezug von aktiven Politikerinnen und Politikern zur Verschärfung sozusagen der Tonlage in den Kommunalparlamenten ist. Und das werden wir auch thematisieren. Vielen Dank.